Mega Man Filme, Let's Play Amnesia. Wieder mal mit mir, euer Merzi. Wir sind letztes Mal so weit gekommen, wenn ich es noch richtig weiß, dass wir jetzt hier den komischen Stab, den wir oben gefunden haben, hier reingesteckt haben. Und ich habe noch keine Ahnung genau, was wir machen müssen. Wir müssen jetzt erstmal irgendwie Dampf auf den Kessel kriegen. Das weiß ich noch. Und dann jetzt mal gucken, wie wir es hinkriegen. Ich bin dann noch ein bisschen skeptisch, aber wir werden da schon einen Weg finden. Denke ich doch mal. Was ist das? Ein bisschen Licht machen. Daniel hat ja auch Angst vor allem. Der arme Daniel. Gut, wie kriegen wir jetzt die Dampf rauf? Das ist nicht ein Brenner, was man anzünden kann. Eine Kiste da rein, gucken wir mal nach. Geh da rein. Geh noch falsch rum. Ich will meine Schippe wieder haben. Komm mal raus. Haha, alles klar, machen wir das so. Ja. So, feuern wir noch ein bisschen nach. Wenn ich echt mit allem Möglichen mehr durch die Gegend rennen muss. So, zwei haben wir schon drinne. Ja, wenn wir alle die reinpacken, die wir finden können. So, das müssen wir ja haben, oder? Genau. Und dann ist jetzt voller Kohle. Na, seht ihr, dann machen wir mal den Deckel zu. Ziehen den Hebel. Da muss noch mehr gearbeitet werden, bis sie funktionieren können. Dann gucken wir uns nochmal auf unseren Zettel, den wir gekriegt haben. Notizen, Anleitung, Aufzugsmaschine. Genau, achten Sie auf den Dampfstrom folgendermaßen eingestellt ist. Alle Stäbe eingeschoben sind. Aha. Okay, ausmachen können wir nicht mehr. Dann lassen wir eine Runde brennen. Ich ahne, dass wir jetzt nämlich in den anderen Raum, wo wir schon mal waren, drinnen waren, wieder rein müssen und da noch in den Keller quasi weitere Stäbe sammeln müssen, dass wir in den Aufzug reinkommen. Das ist, denke ich mal, das, was wir tun müssten. Es fehlen mir noch zwei Stäbchen. Also werden wir es mal hinbegeben. Nervt nicht, so. Und ich keine Ahnung, ob das, was ich jetzt da mit dem Hebel mache, richtig war. Ich weiß es nicht.
Werden wir dann sehen, wenn wir es soweit ist. Ich denke mal, wir müssen jetzt aber erstmal nochmal in den Keller, wo uns unser Monsterfreund schon mal begegnet ist. Und wir werden uns dann mal eine Runde umsehen. Ich weiß, das ist ganz toll für mich hier. Don't forget your bag, Daniel. I won't, Herbert. There is no shame in using a parasol in the desert. As it happens, it's imperative to your survival. But it looks ridiculous. The shame will hurt much less than dying, I assure you. Flashback gehabt noch. Ja. Dann machst du viel Licht an. Ja. Es ist ja nicht so, dass ich nur Kommentare unter den Videos kriege, sondern wir kriegen ja Kommentare noch per Mail und so weiter. Und deswegen, daher weiß ich, dass einige sich sowas auch naja, doch zu Herzen nehmen, wenn ich es echt zu billig anmache und diese Gruselfaktor hier quasi kille damit. Obwohl man dazu sagen muss, Amnesia ist so aufgebaut, dass es wirklich stark an die Psyche gehen soll. Ja, habe ich jetzt persönlich noch nicht so viel von gemerkt, aber ich bin auch ein bisschen anders, was das betrifft, aber dazu irgendwann mal mehr. Was ist das denn? Klappt aus, ne? Gucken wir mal, was man rauchen kann hier. Seile, Kisten. Da gehen wir auch noch hin. Ich will mal hier drüben gucken, was da drüben ist. Instrumental, da gehen wir erstmal rein. Ist aber auch dunkel hier. Was ist denn hier noch? Geh mal auf den Weg. Eine Kurbel! Wir können jetzt bohren. Also ich weiß nicht, warum wir jetzt bohren sollten, aber... Du kannst die Bohren nicht zusammenbauen. Du musst jetzt alle Teile finden. Na, dann machen wir das auch noch. Frage, war die Tür gerade noch offen? Hallo? Zunderbüchsen, aber gerne mit. Da ist nichts. Noch eine Zunderbüchse. Und noch eine Zunderbüchse. Und eine Truhe, jawohl. Mit Zunderbüchsen drin wahrscheinlich, ne? Ja. Ach, wir müssen unseren Bücken dafür. Einmal Öl. Einmal Zunderbüchse. Und Laudanum. Ich ahne Böses in uns.
so wrong. Und dann muss so eine Flüssigkeit hat, was das ein bisschen gesünder macht. Sekundär. Mhm. Hallo? Noch mehr Werkzeug, Zünderbüchsen, nehmen wir gerne auf. Wir nehmen sie gerne auf, habe ich gesagt. Okay. Bisschen Schaufelzeug. Teil eines Bohrers. Ein kleiner Tischlerbohrer, jawohl. Was wir mit Bohren sollen, habe ich noch keine Ahnung. Das werden wir aber schon herausfinden, spätestens irgendwann. Also ich bin da ganz fest überzeugt von. Da ist noch eine Tür, da gehen wir auch noch rein. Hallo. Oh, ein neuer Zettel, aber wir heben vorher kurz die Zünderbüchse auf. Ja. Und lesen wir mal. Bezüglich explosiven Mischung. Alexander, ich habe den Sprengstoff vorbereitet, den du für den Ablasskanal brauchst. Ich kann nicht genug betonen, wie wichtig es ist, mit der Mischung vorsichtig umzugehen. Bitte versuch das auch den leichtsinnigen Lakaien beizubringen, bevor du deine Pläne in die Tat umsetzt. Die Flüssigkeit selbst ist nicht exklusiv und sollte voneinander getrennt und aufbewahrt werden. Weitere Unglücke zu vermeiden im Raum mit dem an habe ich zwei große Fässer dafür vorbereitet. Also tun wir es, die Flüssigkeiten zu mischen. Agrippa. Alles klar, wir müssen irgendwas mischen demnächst, denke ich mal. Okay. Immer nachfüllen. Wir haben noch ein Behälterchen. Ah, wie sind wir? Bohren uns jetzt hier was mit was an mit den kritischen irgendwie. Und? Da. Alles klar, dann gehen wir wieder raus. In den nächsten. Oh, Flashback. Please, let me go. I won't tell anyone, I swear. I just want to go home. No! Get away from me! Leave me alone! Ich mag dich, wenn Frauen schreien. Knochenteile.
Lässt sich nicht bewegen. Maschinenteile müssten wir eigentlich da mal lang. Super. Wir haben das letzte Rätsel gelöst. Yay! Hallo! Bis der Dunkelheit demnächst weitergeht, seht ihr im nächsten Let's Play Amnesia mit eurem Razzi. Bis dahin, tschüss!